Ja, da wollen wir starten heute. Herzlich willkommen heute zu dem spannenden Thema, das wir vor der Brust haben. Gleich noch ein paar organisatorische Dinge vorweg, bevor ich mich gleich nochmal und die Firma in Kürze vorstelle. Viele von Ihnen ist ja die Namen vielleicht schon an der Stelle bekannt. Ja, wie gesagt, vorweg, Sie werden erstmal gemutet an der Stelle. Das heißt, wir werden am Schluss einen Frageblock haben, wo Sie auch Fragen oder auch zwischendurch mal posten können. Darüber hinaus zeichnen wir natürlich unseren Webcast auf. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, danach noch den Webcast mit anderen zu sharen, die vielleicht die gleiche Herausforderung haben und die Frage sich stellen, welche Lizenz ist für wen das Richtige. Denn wir alle wollen das Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Ganz genau. Und ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen an der Stelle. Ich bin der Peter Scharschmidt, gehört zum Sales-Team der NEAM IT Service GmbH. Wie gesagt, das Thema heute Lizenzmanagement mit Cherry Picking Method, was ja sehr spannend ist, welches ist die richtige Lizenz für meine Mitarbeiter, vielleicht in unterschiedlichen Abteilungen und so weiter. Genau, aber was ich kurz machen wollte, ist Ihnen einen kleinen Eindruck zu verschaffen von der NEAM IT Services, wenngleich die meisten von Ihnen unser Unternehmen vielleicht schon hinreichend bekannt ist. Übrigens sind wir schon um die 100 Mitarbeiter. Unser Hauptstammsitz ist natürlich hier in Paderborn und aufgrund der Nähe zum Land Hessen, die wir im Security-Bereich betreuen, haben wir auch dort nochmal zusätzlich ein Büro praktisch dort vor Ort. Genau, ja, wir haben im Wesentlichen drei große Standbeine, die mit dazugehört: die Informationssicherheit, das, was ich eben eins schon angesprochen habe. Da zeige ich gleich auch nochmal Ihnen ein Bild zu, welche Bereiche da so mit zugehören. Natürlich der klassische Feld eines IT-Systems aus sind die Services in der Mitte. Alles, was ja, Data Center, Storage-Themen betreffen, Virenschutz, Firewall, WLAN, all diese Themen gehören mit dazu. Und zu guter Letzt auf der rechten Seite, wie Sie noch sehen können, wir haben auch ein Schulungszentrum. Das heißt, wir machen das hier bei uns vor Ort, aber auch wahlweise bei Ihnen zu Hause, wo wir die verschiedensten Inhalte praktisch Ihnen näher bringen können und Sie Workshops buchen können. Genau, das Spannende und die besonderen Vorteile in den IT-Services ist einfach aus diesem Bereich Informationssicherheit, hier mal ein paar Punkte genannt, Business Continuity Management oder Informationssicherheitsmanagementsysteme oder auch für Kritis, Penetrationstests, alles das gehört dazu. Wir sind da ganz eng mit der BSI zusammen. Wir haben das deswegen überschneiden lassen, weil wir natürlich die Bereiche sich hier an dieser Stelle gegenseitig befruchten. Sprich, wenn Sie ein Backup-Konzept bei uns kaufen, dann ist das natürlich BSI-konform. Am Ende sind Sie natürlich mündig und dürfen entscheiden. Aber das soll das einfach nur zeigen, dass wir dort unseren Schwerpunkt haben und uns auch sehr zu Hause finden. Neben dem Thema Microsoft 365 natürlich an der Stelle, auch da haben wir unseren Einfluss, was die Sicherheit betrifft, zum Beispiel Tenant Security etc. und so fort. Was heute nicht das Thema ist, aber für den Fall, dass das eine oder andere Thema vielleicht bei Ihnen mal auf der Agenda ist, unbedingt bei der NEAM anklopfen. Damit komme ich auch schon zur letzten Folie, mit Bezug auf die Vorstellung der NEAM. Bei uns hat sich auch einiges getan. Wir gehören jetzt mittlerweile zur Conexta-Gruppe und wie Sie sehen können, sind da einige Systemhäuser mit verbunden, strategisch gut über Deutschland verteilt. Jedes Systemhaus hat ja seine eigenen Schwerpunkte. Mit anderen Worten wollen wir sagen, sollte es tatsächlich Themenbereiche geben, wo wir nicht in aller Gänze und aller Tiefe mit drin sind. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk, wo wir Sie auch mit sehr gutem Gewissen weiterempfehlen können und wissen, dass Sie auf jeden Fall in guten Händen sind. Das soll es eigentlich schon sein an der Stelle. Für meinen Teil, Sie einfach an dieser Stelle willkommen zu heißen für das Webinar. Jetzt haben wir natürlich noch einige Bereiche. Dort werden sich die Kollegen einfach selbst vorstellen. Da bekommen Sie auch einen kleinen Eindruck über die Agenda, die Sie heute zu erwarten haben an der Stelle. Und wie gesagt, Sie können fleißig zwischendurch schon Fragen posten. Am Ende werden wir darauf eingehen und Sie erhalten auch unser Video, was aufgezeichnet wird im Nachgang, für den Fall, dass mal irgendwo jetzt was brennt und Sie doch ja raus müssen. Genau, dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal, Peter Scharschmidt von der NEAM, und gebe weiter an die Kollegen. Gut, dann übernehme ich gleich. Gibt auch ein Bild dazu. Noch ein Blick. Sie sehen jetzt nichts außer eine Cola-Dose. Das hat aber auch seinen Vorteil. Und jetzt sehen Sie dann die Präsentation. Was wir tatsächlich verpennt haben, ist, wir haben gar keine Agenda gebaut. Deswegen kurzer Hinweis: Ich übernehme jetzt und danach kommt die NEAM dann nochmal mit Details. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Quast. Ich bin bei der Microsoft hier in Deutschland unterwegs als Lösungsberater für den Modern Workplace. Das heißt, meine Aufgabe ist, sich tagtäglich mit genau diesen ganz vielen Lizenzen, die es in den Microsoft 365 Umfeld gibt, zu beschäftigen. Und das Allerwichtigste ist dabei,
sie auch zu unterstützen, möglichst an die richtigen Lizenzen zu kommen. Denn es macht nichts mehr oder weniger Sinn, als Lizenzen nicht ins Regal zu legen und dann zu hoffen, dass es dann irgendwann mal Sinn ergibt. Also hier ist es am besten, von vornherein richtig anzufangen. Das heißt, Profilbildung. Profilbildung bedeutet nichts anderes, als sich tatsächlich anzuschauen, was ist denn das, was Ihre Leute tatsächlich für den Start brauchen, was sie vielleicht über die Zeit hinweg brauchen und was am Ende des Tages der Endausbau sein soll. Also es macht keinen Sinn, One Fits All zu spielen und zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Vollausbau. Mich freut es natürlich, wenn Sie es so täten, aber es ist tatsächlich einfach nur erstmal teuer. Das heißt also, hier geht es tatsächlich darum, Herausforderungen sauber zu definieren und zu schauen, dass man die entsprechenden Profile, die sich daraus ergeben, dann auch wirklich einmal niederschreibt. Es gibt typische Profile, die habe ich hier unten auch genannt. Also Administratoren haben typischerweise meistens ein vollumfängliches Profil. Vorstände, Geschäftsführer und ähnliche Titel haben meistens auch ein recht umfangreiches Profil, was schlicht und ergriffen daran liegt, dass sie relativ viel Risiko in der Form, wie sie arbeiten, mit ins Unternehmen bringen. Ich habe aber auch zum Beispiel Homeoffice-User, die brauchen nur Teile, haben aber besondere Anforderungen. Ich habe vielleicht auch Blue-Collar-Worker, wie man die immer so schön nennt, oder Frontline-Worker. Alles so hübsche Begriffe, die eigentlich am Anfang nichts sagen. Hinterher ist dann klar, das heißt also Leute, die wie zum Beispiel ein Busfahrer an der Front arbeitet. Ja, das heißt, der hat ein relativ geringes Profil an IT, weil seine Hauptaufgabe ist, irgendwie so ein riesiges Schlachtschiff durch Straßen zu leiten und das Ganze möglichst sicher. Aber er möchte vielleicht ganz gerne wissen, wo das nächste Klo sich befindet, hat deswegen eine App dafür auf seinem Handy oder er möchte wissen, was in der Kantine läuft, um das Gegenteilige dann zu bewirken. Also wichtig ist, bilden Sie Profile, bilden Sie sie so scharf wie möglich und so scharf wie nötig ab. Es gibt allerdings alternativlose Dinge und die heißen Security Collaboration und das, was Sie an Hardware haben. Das heißt, Sie haben einen Unterbau und das, was Sie damit erreichen wollen. Profile kann man anpassen, allerdings zu bestimmten Zeiten. Beim Enterprise Agreement können Sie das einmal im Jahr machen. Das nicht ganz stimmt, komme ich aber nachher nochmal im Detail dazu. Wie kann sowas aussehen? Das Ganze kann so aussehen, dass Sie die verschiedenen Produkte, die es dafür gibt, oder Suiten oder Mini-Suiten einfach mal aufeinander packen und dann sagen, so, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich brauche? Das sind jetzt hier auch nur Vergleiche. Was man natürlich dann auch am Ende des Tages machen kann, ist, sich die Preise daneben zu schreiben. Das, was Sie hier sehen, sind jetzt keine Preise, mit denen Sie was anfangen können. Das sind zum Teil geschossene Preise, aber worum es geht, ist am Ende des Tages, sich da auch mal die Karten zu legen, ob es denn immer noch sinnvoll ist, wenn ich denn zu viele kleine Produktbestandteile habe, ob ich dann nicht vielleicht doch gleich auf das Große gehe. Also manchmal ist es dann tatsächlich keine Feature-Entscheidung, sondern eine rein monetäre, aber man sollte beides auf jeden Fall tun. Deswegen sind diese Vergleiche super wichtig und diese fein ziselierte Arbeit dann eben auch absolut nötig. So, dann komme ich zu dem Thema, was ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, sind wir auf diese Cherry-Picking-Geschichte gekommen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, war da gerade die EU gerade dabei, die Briten zu entlassen. Und ich meine, die haben ja auch nichts anderes getan als Cherry-Picking. Also die Cherry-Picking-Methode hat eine ganz interessante Basis. Und diese Basis finden Sie dann entweder auf GitHub oder inzwischen auf einer anderen Seite, die heißt nämlich m365maps.com. Das ist ein Kollege von mir, das ist der Aaron Dinage, und Aaron ist ein Australier, der sich einfach mal hingesetzt hat, diese ganzen Lizenzen mit den entsprechenden Teilen mal aufzuzeichnen in Visio und hat das Ganze dann entsprechend veröffentlicht. Das können Sie jederzeit runterziehen. Er aktualisiert das auch, macht auch ganz nette unterstützende Maßnahmen, und das will ich Ihnen gleich mal zeigen. Also hier sehen Sie das dann, wie es in Visio aussieht. Und ich habe dann die Cherry als Cherry Picking gleich noch mit aufgenommen. So können Sie einfach die entsprechenden Elemente, die Sie unbedingt brauchen, mit einer Grafik belegen und wissen dann eben auch, was Sie brauchen. Ich zeige es Ihnen mal kurz, wie das Ganze dann aussieht in real. Das heißt also, dies hier wäre das Visio und dies hier wäre das, was der Aaron gebaut hat. Das heißt also, Sie finden hier auf der Seite als erstes mal die Möglichkeit, einfach hier drauf zu klicken und die entsprechenden Teilbereiche zu sehen. Es sind auch alle
Lizenzmethodiken drauf, also sowohl die Business als auch die Enterprise. Enterprise sind die Großkunden, mehr als 300 User. Darunter gibt es Business, es gibt aber natürlich auch Education, es gibt Student und so weiter und so weiter. Hier sind also die verschiedenen Darbringungen alle drauf. Es sind auch die Zusatzprodukte drauf, wie Project und Visio. Das heißt also, hier finden Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Und wenn Sie es runterladen wollen, dann gibt es hier unten einen Download-Bereich. Im Download-Bereich, da können Sie sich dann auch, wenn Sie ganz nach unten gehen, hat er ein bisschen geschickt gemacht, weil er Visio ein bisschen aus dem Vordergrund nehmen wollte. Aber Sie finden die Visio Source Files, das heißt, da finden Sie dann auch entsprechend die Möglichkeit, vielleicht Ihr Modell dann einmal darzustellen. Ich benutze Visio, weil ich ein Visio als Oberfläche habe und hiermit natürlich dann auch meine eigenen Darstellung machen kann. Hier sehen Sie aber, Sie können es als SVG, PDF, PNG runterladen, also auch eine simple Grafik. So, dies ist die Visio-Version und ich bin jetzt hier auf zum Beispiel so eine Step-Up-Grafik gegangen und damit Sie die Kirsche nicht vermissen müssen, habe ich Ihnen hier jetzt auch dann die Kirsche als Visio-Objekt dazu gepackt. Sie können natürlich auch sonst was machen. Das Ganze ist mal entstanden aus der Geschichte, dass wir vom Bundesamt für Soziale Sicherung ein paar Dinge ins Buch geschrieben bekommen haben als Aufgabe, was wir als Lösungsanteil bringen müssen, um überhaupt hier was compliant zu sein. Da habe ich dann so ein kleines Stempelchen gemacht. Also daher ist das Ganze entstanden. So, wie funktioniert das also mit dem Cherry Picking? Das erste ist, und das zeige ich Ihnen gerne einmal, wenn Sie auf eine Enterprise-Karte gehen, dann sieht das Ganze so aus. Sieht hübsch aus, ist total erschlagend, aber Sie können sich das natürlich entsprechend vergrößern. Das ist auch sehr strukturell gemacht oder strukturiert vielmehr gemacht. Sie haben hier alle Lizenzen, die es gibt. Und es ist hier auch immer schön umrandet, was Sie denn wie erwerben können. Das bedeutet, es gibt oftmals Teilmengen, die Sie erwerben können. Aber Achtung, nicht alles kann man auch wirklich einzeln erwerben. Also wenn Sie hier hinten zum Beispiel reingehen, können Sie vieles davon einzeln erwerben. Wenn Sie hier oben reingehen, können Sie durchaus nichts mehr einzeln erwerben. Das heißt also, grundsätzlich sollten Sie sich daran orientieren, was hier umrandet ist. Wenn ich jetzt also zum Beispiel Azure AD Premium Plan 2 nehme, dann ist das ein einzelner Baustein, den Sie erwerben können, genauso Premium Plan 1. Und das Ganze ist dann aber enthalten zum Beispiel in der EMS E3, wenn Sie das Ganze bis hier betrachten. Und wenn Sie bis hier gehen, haben Sie das, was in der E5 ist. Also auch hier immer, unten sehen Sie das ganz gut, Microsoft 365 E3 und alles, was dann darüber hinausgeht, wäre dann die E5. Horizontal gegliedert wird das nach den Office-Komponenten, nach den EMS-Komponenten und den Windows-Komponenten. Und ganz wichtig ist, alles, was hier an Features drinsteht, ist auch erklärt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier entsprechend drauf zeige, dann hat der gute Aaron hier einen Link eingebaut. Er hat es ein bisschen anders gemacht, als ich es gemacht hätte. Wir haben da mal drüber diskutiert, wie man es schlauer macht. Also dies hier ist auf jeden Fall die einfache Variante für Sie. Hat es leider den Nachteil, dass Sie sich keine weiteren Notizen dazu machen können. Aber wenn Sie hier draufklicken, mit gehaltener Steuerungstaste, dann wird das entsprechend geöffnet und Sie können sich durchlesen, was denn hier an Features drin ist. Azure Directory und witzig dabei, er stellt sogar auf Deutschland um. Das passiert nicht immer, aber Sie kennen das. Hier diesen Teil brauchen Sie nur austauschen, dann kommen Sie auf die deutschen Seiten, wenn Sie sagen, ich habe jetzt keine Lust, das auf Englisch zu lesen. Also nett gemacht, schnell drin. Sie finden hier dann auch entsprechende weitere Infos. Hier wird Premium Plan 1, Premium Plan 2 mit einem entsprechenden Hinweis, was das Ganze kostet, beschrieben. Also total einfach und das Wichtigste dabei ist, ist übersichtlich. Wenn Sie hier jetzt nochmal zurückgehen, ich gehe jetzt mal eben auf die E5-Ansicht, in der ich gestartet bin, dann finden Sie auch etwas, was ganz interessant ist, nämlich das erste war ja die Gesamtsicht, die mega verwirrend ist. Das heißt, Sie werden sich hieraus ein Basisset erarbeiten und dieses Basisset werden Sie dann updaten. Das heißt, alles, was hier jetzt drin ist, sind Updates. Das heißt also Step-Ups. Hier kann ich jetzt mein Portfolio von einer E3, mit der ich vielleicht starte, sukzessive Richtung E5 entwickeln.
Ich glaube, das ist relativ überschaubar. Wichtig dabei ist immer, Sie müssen in diesen Rändern bleiben und was hier an einzelnen Produkten drin ist, ist, wie gesagt, nicht einzeln unbedingt erwerbbar. In den meisten Fällen nicht. Manchmal gibt es Ausnahmen. Danach müssen Sie dann aber Ihren Lizenzexperten befragen. Also hier oben zum Beispiel Audio Conferencing gibt es immer noch, obwohl Sie einen Großteil dieser ehemaligen Audio Conferencing Add-on-Lizenz inzwischen dazu bekommen zu einer E3. Team Phone zum Beispiel können Sie tatsächlich einzeln erwerben. Power BI lässt sich einzeln erwerben. Also manches Mal sind da einzeln zu erwerbende Lizenzen drin, aber gehen Sie davon aus, dass das meiste in Suiten konsolidiert wurde, um dann eben auch nicht endlos komplizierte Lizenzverträge zu schließen. Hat manchmal Vorteile für Sie, manchmal Vorteile für uns. Ein Vorteil zum Beispiel ist, wenn Sie diese Mini-Suiten nehmen, hier diese drei Mini-Suiten, da ist es üblicherweise so, das kennen Sie von den KALs, haben Sie zwei Suiten gekauft, ist die dritte quasi mit drin. Lohnt es sich eigentlich, die übergeordnete Suite dann zu kaufen, so gesehen. Da kann man auch optimieren. Aber das ist genau das, was ich am Anfang zeigte, wenn Sie die Profilbildung machen, nutzen Sie die Chance, das auch zu tun. Gehen wir zurück zu den Slides. Das heißt also, das ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so schwierig und Cherry Picking meint dann tatsächlich auch, suchen sich genau das raus, was in Ihr Profil passt. Ein paar Basics nochmal. Online-Lizenzierung ist immer eine userbasierte Lizenzierung. Das Ziel sollte sein, dass Sie 3 bis 4 Profile machen. Also 3 bis 4 Profile sind beherrschbar, alles andere wird danach schwierig, ist aber durchaus möglich, wenn Sie sagen, das muss so sein, dann ist das so. Sicherheit und Compliance ist immer die Basis eines Profils. Also fangen Sie bei der Security an, fangen Sie bei den Compliance-Herausforderungen, die Sie erreichen müssen, an, um darauf ein Profil aufzubauen. Wie gesagt, was ich schon mehrfach gesagt habe, nicht alle Lizenzen sind als Einzel-SKUs erhältlich. Wenn Sie irgendwas besonders brauchen, den Rest nicht, fragen Sie nach. Es gibt Lösungen für Geräte, die dauerhaft offline sind. Das wäre auch nochmal als zarter Hinweis. Das heißt, es ist nicht immer zwanghaft alles online. Und was für Office gilt, kann auch für Windows gelten. Das heißt, auch hier kann ich natürlich online lizenzieren. Auch hier gibt es inzwischen Online-Versionen von Windows. Wo bekomme ich die Lizenzen her? Es gibt grundsätzlich drei Programme oder drei Programmatiken. Es gibt den EA als Enterprise Agreement. Hierzu vielleicht nochmal der Hinweis, der BMI-Vertrag für öffentliche Auftraggeber hat inzwischen auch Online-Produkte drin. Sie müssen standardisieren. Das ist immer so beim EA. Also 70% Ihrer Mitarbeiter müssen in eins dieser Profile rein. Das CSP-Programm ist die Möglichkeit, Ihren Handelspartner zu Ihrem Partner zu machen. Damit ist dann Ihr Handelspartner, wie zum Beispiel die NEAM, auch Ihr Supporter. Und es gibt immer die Möglichkeit, Direct Booking zu machen. Das heißt, wenn Sie jetzt sofort eine Lizenz brauchen, können Sie die auch direkt über Kreditkarte beschaffen. Und jetzt der zarte Hinweis, sorgen Sie bitte dafür, dass wenn Sie Direct Booking machen, vorher umstellen auf Rechnungsstellung, weil kein Mensch hat eine Kreditkarte im öffentlichen Sektor sowieso nicht. Ausnahmen. Und das ist genau das Thema. Multitenant, da müssen Sie mit uns sprechen, weil wir brauchen einen speziellen Vertrag. Wenn Sie also mehrere Tenants gleichzeitig betreiben wollen, müssen wir einen speziellen Vertrag schließen. Das sind die sogenannten Zusatzvereinbarungen, die wir treffen müssen. Dann müssen Sie mit uns sprechen. Das können Sie also nicht direkt mit Ihrem CSP-Partner machen. Schulträger, gleiches Thema. Dann müssen Sie direkt mit uns sprechen oder mit einem Anbieter. Wie gesagt, da gibt es auch Ausnahmen hinsichtlich der Lizenzierung. Programmatik. Wenn Sie sich diese Karten gelegt haben, ein Profil zu machen und Sie haben auch einen Entwicklungsschritt sich selber gegeben, wie Sie da rein wollen, kein Problem, dann können Sie zu jeder Zeit Reservierung machen. Das heißt also, Produkte, die Sie bereits lizenziert haben in kleinen Stückzahlen, können Sie dann, keine Ahnung, morgen reservieren und können Sie sofort einsetzen. Dann zahlen Sie erstmal nicht, sondern erst am Ende, das heißt zum Vertragsgeburtstag, zahlen Sie dann für die Nutzung. Kann man so machen. Wenn man einen guten Plan aufgestellt hat, macht es durchaus Sinn, es so zu machen. EA und CSP, wie auch Direct Booking, sind alle in einem Tenant nebeneinander möglich. Es gibt also keine Geschichte. Sie müssen halt einfach nur aufpassen, dass Sie bei Ihrem Support aufpassen. Also wählen Sie dann den Support, klingt bescheuert, die Support-Frage stellen. Das ist hier, was ich hier nochmal geschrieben habe, nur ein paar Dinge als Tipps. Direct Booking bitte auf Rechnungsstellung umstellen. Bei Support wegen schauen, dass der richtige Supporter gefragt wird. Wenn Sie also Verträge mischen, haben Sie mehrere Supporter, mehrere Ansprechpartner. Hybridbetrieb kann hybrid lizenziert werden.
Die Online-Lizenzen haben grundsätzlich, also wenn Sie eine Online-Lizenz erwerben, ist die CAL da immer mit drin. Und diese CAL gilt auch für die On-Premise-Welt. Also Sie haben, keine Ahnung, noch einen SharePoint-Server irgendwie On-Premise irgendwo rumstehen. Sie haben Office 365 E3 lizenziert, da ist SharePoint mit drin, also ist auch die CAL mit drin. Das heißt also, hier sind die CALs immer für beide Welten gültig, wenn Sie aus der Online-Welt kommen. Umgekehrt fehlt natürlich immer der Serviceanteil. Das heißt, Sie haben im Zweifel gar keinen Service, der in der Online-Welt läuft. Solange kein Tenant da ist, fehlt das. Wichtig bei den Lizenzen ist immer, Sie können natürlich bei insbesondere Compliance- und Security-Lizenzen Teile der Organisation mit rausnehmen. Manches Mal ist es auch tatsächlich möglich, geringere Stückzahlen als Mitarbeiter zu wählen. Das ist aber nicht besonders schlau, weil nämlich die Performance, die wir anbieten, immer zur Userzahl zugeordnet wird. Das heißt, wenn Sie mehr User haben, mehr Durchsatz haben, kann es sein, dass die Performance in die Knie geht. Bei einigen gibt es tatsächlich die Notwendigkeit, unternehmensweit Lizenzen einzuführen. Also da vielleicht kurz mit Ihren Lizenzspezies sprechen. Eine zielgerichtete Ausstattung ist sowieso eigentlich immer das Ziel und das fällt relativ leicht. Wichtig dabei ist auch, dass es manchmal Gründe gibt, dass Leute ausgestattet werden müssen, die sie vielleicht gar nicht ausstatten wollen. Na, also ich nehme jetzt mal den berühmten Busfahrer wieder. Da gibt es gerne mal Betriebsräte, die dafür sorgen, dass es trotzdem so ist. Fällt relativ leicht. Es gibt auch sehr kleine Lizenzpakete. Also da einfach mal reingucken. Das war es auch schon. Ich habe mich also kurz gehalten und auch die Zeit soweit nicht überziehen wollen. Dementsprechend erstmal vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Chat. Ansonsten happy licensing, wie wir dazu sagen. Ja, lieben Dank. Dann werde ich jetzt mal übernehmen. Ich werde jetzt gleich mein Bild teilen. Ich hoffe, man kann gleich meine Präsentation sehen. Es hat gerade... Können wir schon. Könnt ihr schon? Ja. Interessanterweise ich selber gerade nicht. Das wunderte mich gerade. Was ist da los? Moment, ich mache noch einmal einen neuen Start. Live-Präsentation. Shop. So. Genau. Ja, übernehme ich jetzt mal in dem Part. Ich bin jetzt an der dritten Stelle. Wir hatten ja schon meinen Kollegen Peter Scharschmidt und Klaus Quast gehört. Mein Agenda-Punkt heute, der ist ja Potenzial der Lizenzen noch weiter ausschöpfen und das mal an Beispielen festmachen, also den Best Practices. Wer bin ich? Ich bin Henrik Weitekamp, vielleicht der eine oder andere wird mich kennen, kann ja sein, wir haben schon ein paar Mal Webinare gemacht und diesmal ist es ja ein Update. Das, was meine Aufgabe so auch ist, ist im Kern New Work und Cloud Advisor als Titel, bedeutet eigentlich, ich helfe den Kunden, die Cloud richtig zu nutzen, das zu vereinfachen, welche Szenarien es da so auch so gibt, Projektrisiken zu reduzieren, weil man sich sonst vielleicht zu viel vornimmt und das dann gar nicht handeln kann, zu unterstützen mit eben auf den verschiedenen Fachabteilungsebenen, die wir haben, das zu vermitteln. Und eine meiner Aufgaben ist beispielsweise als ProSight-zertifizierter Change Manager eben das, was Sie persönlich als Menschen, als Mitarbeiter im Unternehmen erreichen sollen für einen Wandel mit diesen neuen Lösungen, die da jetzt auch zum Beispiel von Microsoft dann kommen oder die schon dann da sind als Technik, aber jetzt in Prozessschritte gekippt werden müssten, dass sie das dann halt für sich auch übernehmen können und das kommunizieren können, wofür sie das dann auch so brauchen. Da unterstütze ich. Wir haben seit dem letzten Mal eine neue Grafik. Wenn Sie hier mal in der Mitte schauen, steht ja schon Lizenzen sind relativ zentral. So eine Grafik in etwa könnten wir für Sie zeichnen, nur wird die sehr unterschiedlich, je nach Kunde und den Fällen, wo Sie denn das tatsächlich auch benötigen, die Lizenzen, unterschiedlich ausgeprägt sein. Hier sind dann beispielsweise Bausteine in verschiedenen Phasen zu finden. Wenn Sie genauer hinschauen, da sollte dann sowas zu finden sein, wie das Betriebssystem ist das lizenziert oder sind vielleicht auch mobile Geräte lizenziert, die man damit nutzen kann. Die Apps, die ich da alle brauche, finde ich die da drin wieder. Und wie sieht das oben in dem anderen, in der anderen Ausrichtung dann beispielsweise aus mit den Interessen von vielleicht Personalräten, welche Verträge habe ich da, wie geht das Hand in Hand mit angrenzenden Themen.
Ja, Sie wissen es jetzt durch den Peter Scharschmidt, der es nochmal betont hat, dass wir viel ineinander greifen lassen. Auch das Thema Compliance ist immer wieder da. Sehen Sie hier ja auch, auch wenn Sie ein Informationssicherheitsmanagementsystem haben. Da muss man dann auch, wenn man solche Dinge aufbauen möchte, in der Cloud die Datengeschichte genauso auch abwickeln möchte, wie man das vielleicht auch kennt von den Vorgaben, gewisse Lizenzen beschaffen, damit man das auch besser abbilden kann und das dann dokumentieren. Da helfen wir ebenso. Gehen wir aber zurück auf das Kernthema der Lizenzen. Im Kern, so kam das ja auch daraus von dem Herrn Quast, dreht es sich bei Ihnen ja immer um die nutzerbasierten Lizenzpläne und das sind Abos, die Sie immer relativ schnell und zügig so auch wechseln könnten, wenn Sie denn wollten, zumindest wenn Sie über die Nähren beschaffen, so als CSP-Partner. Das haben Sie ja gerade eben gehört, sind Sie keiner Standardisierung verpflichtet. Also Sie müssen jetzt nicht eine Mindestabnahmemenge haben, es reicht. Der erste Mitarbeiter, der sagt, er will das, dann kann er auch eine einzige Lizenz bekommen. Sie müssen jetzt nicht eine große Debatte führen, dass Sie alle ausstatten müssen. So, und deswegen haben wir hier eine ganz gute Flexibilität. Ja, und jetzt ist es halt so, je flexibler es ist, desto komplizierter wird es. Microsoft hat da wirklich sehr viel im Portfolio. Wir haben vorhin diese großen Grafiken von Aaron Dinesh gesehen. Das ist auch etwas, was ich in meinen Beratungen immer gerne einsetze. Wenn man da schon etwas reifer ist und da in die Gespräche eintauchen kann, dann nehmen wir die einzelnen Punkte an. Also das heißt, man kann da draufklicken und sich das auch mal anschauen, was es ist. Sparen Sie sich die Arbeit. Ich kann Ihnen einiges davon schon mal erklären, wofür die Dinge dann da sind. Und dann schauen wir, wenn solche Entscheidungen getroffen worden sind, welchen Leistungsumfang Sie dann auch haben möchten und welche Dienstbeschränkungen es gibt, also ob das jetzt als Add-on zu kriegen ist oder nicht, wie das dann für Sie tatsächlich zu erwerben ist. Weil es da teils unterschiedliche Konditionen gibt für die Forschung, für das Gesundheitswesen, für Non-Profit-Organisationen oder wenn Sie ein klassisches KMU oder ein Unternehmen halt sind, die gewinnorientiert sind, dann kriegen Sie klassischen Commercial-Bedingungen und entsprechend solche Preise dann da. Aber das muss man natürlich dann auch wissen, dass man da an andere Möglichkeiten vielleicht rankäme. Und da zeige ich dann Ihre Wege, die da möglich sind. Als nächstes möchte ich einmal, weil es ja heute auch um das Update geht und welche Option Sie vielleicht noch mehr brach liegen lassen hatten. Es gibt in der letzten Zeit so einige Updates, so zum Beispiel Microsoft Entra ist ja eine Umformierung der Produktfamilie, die man so vorher mitunter mit Azure Active Directory verbunden hatte, also Lösungen für die Identität, für den Zugriff, die Verwaltung der Person, wer darf auf was zugreifen, mit welchen Services kann man denn da kombiniert arbeiten oder eben nicht. Das ist etwas, was im Mai diesen Jahres von Microsoft nochmal neu aufgebaut wurde und da eben zukunftsweisend sein soll. Wir finden auch ganz spannend ist das Thema Microsoft Purview, Compliance, also welche ISO-Zertifizierung kann ich einhalten, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, wie kann ich da ein Scoring machen, also wo stehe ich denn dann da? Wenn Sie das interessiert, da gibt es dafür extra Produkte von Microsoft, die da jetzt alle auch unter einem Titel der Microsoft Purview Produktfamilie zu finden sind. Und ja, daneben als dritter Punkt Microsoft Defender. Da werde ich gleich Ihnen auch noch mal etwas mehr zu zeigen. Also eigentlich der fortschrittliche Schutz. Da muss man wirklich sagen, hat Microsoft extrem viel investiert und ist zu einem extrem starken Sicherheitslösungsanbieter geworden und muss sich da gar nicht mehr verstecken. Und dann haben wir als drittes so kleinere Änderungen, über die ich dann natürlich in meinen Workshops deutlich ja, intensiver mit Ihnen sprechen kann, wo es dann halt für Sie etwas gibt, was Sie vielleicht vorher noch nicht kannten, werde ich gleich mal auch noch ein Beispiel für bringen, welche Lizenzänderungen es da vielleicht beispielsweise gibt, die bei Ihren Lizenzen auch vorkommen könnten. So, bevor ich aber da hingehe, will ich noch einmal kurz aufgreifen, dass ich ja in meiner Arbeit immer wieder feststelle, dass natürlich die Pandemie jetzt eigentlich abgeklungen ist. Aus unserer Wahrnehmung her musste jetzt nicht mehr sofort jetzt eine neue Homeoffice-Lösung aufgebaut werden. Das ist ja ein Normalzustand, dass viele jetzt einfach im Homeoffice sind. Aber man hat nicht so sauber Microsoft Teams eingeführt, das mehr so wie so einen isolierten Dienst betrachtet und noch nicht so reine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Mitarbeitern im Fokus dabei genommen, sondern erstmal Kommunikation zu ermöglichen. Welche Prozesse ich jetzt analog vorhabe, die ich jetzt abbilden kann, standen da noch gar nicht so sehr im Blick vielleicht. Und das sollte man nochmal ändern, dass man da nachschärft. Und eine ganz wichtige Position hier, zum Beispiel die zweite
die Use Cases, die müsste man sich dann deswegen nochmal anschauen, was kann ich denn tatsächlich für Lösungen anbieten, wenn man sich mit Microsoft 365 beschäftigt, beziehungsweise welche Arbeit hat derjenige in seiner Position, welche Rolle kann ich jetzt beispielsweise den erwähnten Busfahrer unterstützen, weil die ganzen Verwalter in den Büros, die Logistiker oder andere, die haben da irgendwelche Möglichkeiten, schön miteinander zu kommunizieren, die sind auch im Homeoffice, aber was macht derjenige, der vorne ist und jetzt zum Beispiel am Kunden direkt dann da spricht? Woher weiß der, was im Unternehmen passiert, wie sich die Schichten ändern, wer er jetzt nicht in die Firma kann, wie kann man die dann genauso in diese digitale Arbeitswelt mit integrieren, wenn sie zumindest einen Teil davon mitbekommen, ja, kann er ihre Firma viel, viel besser repräsentieren, ist meine Meinung. Die anderen Punkte werden Sie wahrscheinlich schon gelesen haben, die überspringe ich jetzt einfach einmal kurz. Im Kern will ich darauf hinaus, mit der Cloud und den passenden Lizenzen können Sie einfach Nutzer sein, müssen nicht mehr Betreiber sein, weil wir Ihr Partner und Microsoft entsprechend auch das als Infrastruktur im Hintergrund bereitstellen und Sie auch als Nutzer ganz schnell Möglichkeiten haben, für Sie tatsächlich aus dieser Wahlfreiheit der Lizenz das Richtige an Werkzeugen rauszusuchen. Und deswegen lauschen Sie ganz genau hin, was denn Ihre Mitarbeiter persönlich so sich wünschen von Ihrer Arbeitswelt. Das muss ja jetzt nicht immer dann auch ein Produktname sein, sondern schauen Sie sich das ruhig mal an, was es denn eben wirklich ist, wo die in Ihrer Arbeit miteinander vielleicht ein paar Schmerzen verspüren und gucken Sie da dann mal genauer hin. Und damit wir das unterstützen können und Ihnen da jetzt nicht irgendwie in endlosen Diskussionen Sie nur noch nach Problemen schauen oder nach neuen Ideen, sondern klare Visionen quasi bekommen, die praktikabel umsetzbar sind, haben wir so eine Reihenfolge an Services, die eigentlich in allen möglichen unserer Workshop-Produkte so mit drin sind. Am Anfang wollen wir eine Vision aufbauen, zeigen Ihnen anhand einiger Beispiele, werde ich gleich machen, die Möglichkeiten, die für Sie sind. Und dann entscheiden Sie sich eben aus diesem Portfolio, was zu Ihnen dann passt und gehen weiter in Richtung, jetzt haben Sie das Ziel, wo stehen Sie denn, können Sie das erreichen, machen also quasi eine Checklistenabgleich mehr oder weniger, Befragung auch der Mitarbeiter, wie Sie da unterstützen können. Ist das jetzt ein Part, der jetzt komplett verwaltet wird von der NEAM? Haben Sie eigene IT, haben Sie eigene Datenschützer, die sich da involvieren sollten in diesen Projekten, auch ein Change Manager oder ähnliches? Und wenn Sie mögen, können wir auch ein Proof of Concept machen. Und am Ende gibt es natürlich ein Ergebnis, dass alle an einem Strang ziehen und einen klaren Fahrplan bekommen, dass es umgesetzt werden kann. Das werde ich gleich nochmal ganz kurz aufgreifen. Jetzt aber erstmal zu den Visionen. Also Sie brauchen schon eine klare Vorstellung. Und da will ich jetzt mal so eine Idee so mitgeben. Sie können in die Richtung Modern Work sich weiterentwickeln. Modern Work bedeutet für mich persönlich als New Work und Cloud Advisor, dass Sie nicht mehr nur an Papier denken müssen und miteinander irgendwie das Telefon teilen, um da irgendwie miteinander zu kommunizieren, sondern dass Sie da eine viel intelligentere Plattform haben, dass Sie auch nicht mehr nach Dateien auf Ihrem Computer suchen müssen, sondern dass da vielleicht eine künstliche Intelligenz im Hintergrund ist, die Ihnen das dann auch mal einfach präsentiert, was wahrscheinlich für Sie relevanter ist, damit Sie in Ihrer Arbeit noch mehr Beschleunigung reinkriegen. Klassischerweise jetzt natürlich am Anfang der Pandemie war das noch so, jetzt kam bei ganz vielen Firmen Microsoft Teams ins Spiel, andere Office-Apps, die man vielleicht so in der integrierten Art noch nicht kannte, wurden dann miteinander verbunden und jetzt können sich die Mitarbeiter eben gegenseitig helfen, an einem Projekt zu arbeiten, können von überall zusammenarbeiten und sie haben auch jetzt mal nicht auf dieser Folie gesehen, aber im Grunde auch mit Gästen die Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Also solche Webinare, wie wir jetzt haben, könnten sie statt einer Inhouse-Messe eben Webinare abhalten. Sie könnten auch mit den neuen Tools, die jetzt nicht hier namentlich erwähnt sind auf der Folie, beispielsweise mit Power BI oder Power Automate Ihre Geschäftsprozesse neu abbilden und auch automatisieren. Da steckt in vielen Lizenzen halt drin, wird auf jeden Fall Ihre Arbeit beschleunigen und Sie haben auch eine bessere Sicherheit in Ihrer Arbeit, wenn Sie das so machen würden, in den Abläufen. Also erstmal die Arbeitsabläufe im Blick behalten und darüber dann sprechen, was Sie denn da vielleicht machen wollten. Ein weiterer Blick in unseren Workshops wäre halt ja auch, Sie haben vielleicht einen Druck, also ein Stress mit Ihren alten Softwareprodukten, die Sie da haben, die vielleicht nicht weiter erneuert werden können, weil Sie kein Upgrade mehr bekommen können, weil Sie End-of-Life sind oder weil es einfach eine kritische finanzielle Entscheidung da auch so gibt. Soll man das jetzt nochmal on-prem in Ihrem Rechenzentrum aufbauen oder soll das vielleicht doch anders betrieben werden, vielleicht auch mit einem Managed Service, dass Sie einen Wartungspartner haben? So, und wenn man sich da eben die laufenden Verträge bei Ihnen dann anschaut,
Dann werden wir da auch einen Abgleich machen können, auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, wenn es wichtig ist. Gerade bei den Öffentlichen ist es das ja meistens, dass man da eben hinschaut und guckt, was kann ich denn eigentlich vielleicht sogar schon mit den jetzt bestehenden Microsoft-Lizenzen, denn gerade in Enterprise-Lizenzen, so hat es der Herr Quast gesagt, vielleicht schon abbilden. Ja, es gibt die K-Lizenzen, die da schon mit inkludiert sind. Also ich muss die Zugriffslizenzen nicht noch beschaffen. Die kann ich mir dann nachher sparen. Ich kann die Cloud-Dienste direkt bekommen, also statt einen Exchange-Server kriege ich einen Exchange-Online-Dienst und solche Dinge, dass man darüber sich eben Gedanken macht, was kann ich abschalten oder was kann ich als Upgrade beziehen, sodass ich dann am Ende vielleicht eben nicht nur die Produktivnutzung aufrechterhalten kann, sondern noch mehr Funktionen bekomme und auch noch neue Sicherheitsfunktionen. Dafür sollte man sich dann eben auch mit den Themen beschäftigen, der Lizenzierung, um da, was man eben schon hat, nicht noch Potenzial auf der Straße liegen zu lassen. Als weiteres Beispiel, wenn Sie mit der Anforderung Security, also Sicherheitslösung, so um die Ecke kommen, dann werden Sie sich ganz schnell eben damit beschäftigen, dass Sie natürlich auch Ihre bisherige Mail-Kommunikation, aber jetzt neu dazugekommen, vielleicht die große Datenmenge, die da jetzt auf dem SharePoint liegt, terabyteweise wahrscheinlich, könnte es auch bei Ihnen sein, dass das geschützt bleibt, dass Sie auch mit den Office-Lösungen, die vielleicht Sie im Web nutzen oder als Installationsvariante haben, dass dort halt auch geschützte Dateien da drin sind und kein aus Versehen Programm installiert wird, was sich Zugriff verschafft. Dann werden wir uns da natürlich auch anschauen, weil wenn bei Ihnen schon was in der Lizenz ist, lässt sich es schnell eben umbauen für Sie, dass Sie es halt an Ihren Prozesse anpassen können, den Schutz, der natürlich vielleicht eine Barriere für die Angreifer darstellt, manchmal auch eine Barriere für Ihre Nutzer darstellen kann, aber das möglichst gering halten mit ein bisschen Schulung dazu, welche Auswirkungen hat das für die Nutzer. Und da will ich jetzt hier einmal kurz in dieser Produktfamilie Defender, wie versprochen, einmal hineinschauen. Und das kann ich hier an der Stelle so zum Beispiel beschreiben. Sie haben am Anfang eine E-Mail bekommen und wenn Sie eine E-Mail bekommen, die jetzt aber eine Phishing-E-Mail ist, der afrikanische Prinz, der Ihnen 1 Million verkaufen, anbieten möchte, Sie müssen nur eine kleine Gebühr für die Transaktion eben anbieten, dann wird der Deal schon gemacht, damit Sie auf so eine Phishing-Mail eben nicht reinfallen. Die kann ja noch deutlich intelligenter geschrieben werden, gerade so CEO-Fraud, dass Sie so vielleicht der Geschäftsführer, der mal noch eine Transaktion möchte. So dass Sie da nicht drauf reinfallen, das geht natürlich durch viele Signale von den zig Millionen, Billiarden an Signalen, die Microsoft in ihren Rechenzentren hat und Informationen, wo halt tatsächlich schon mal jemand identifiziert ist. Und davon profitieren Sie als Kunde entsprechend, dass so ein Defender für Office 365 auch in Ihrer Mail-Umgebung, also Exchange Online beispielsweise, hineinschaut und das auch dann verhindern kann. Auch wenn dort ein Inhalt geöffnet wird in dieser E-Mail, dass der Anhang der E-Mail entsprechend auch als brisant markiert oder blockiert werden kann, in eine Quarantäne geschickt wird und da geguckt wird, was damit passiert. Zweiter Produktbaustein ist das Thema auf dem Endpoint, also auf Ihrem Client. Was passiert denn da, wenn jetzt dann doch vielleicht durch den USB-Stick, den Sie angesteckt haben, und da ist jetzt noch eine Installationsdatei da drauf, die auch ganz vertrauenswürdig klingt, aber irgendwie war da halt Malware drauf. Da ist Defender for Endpoint mit dabei. Das sind die klassischen Themen, die meisten so im Kopf haben. Erstmal mit E-Mail verbinden viele noch eben eine Angriffsfläche, die ist auch da. Und ganz häufig eben auch das, was an ihrem Client passiert. Aber heute ist es ja nicht mehr so, dass sie nur ihre Daten auf ihrem PC innerhalb der Mauern der Firma auch vielleicht so haben, sondern in der Cloud überall. Und da ist es ganz wichtig, dass sie ihre Identität schützen. Identität kann geschützt werden mit eben einem Lizenzbaustein, der heißt dann Defender for Identity. Und wenn Sie das halt haben, dann können Sie nochmal eher darauf achten, dass unwahrscheinliche Reisen, so dass Sie zum Beispiel hier im Raum Paderborn sich gerade eingeloggt haben und dann im nächsten Moment in Shanghai vielleicht sich einloggen. Also in 10 Sekunden werden Sie diese Strecke nicht geschafft haben. Microsoft erkennt das oder Sie werden anhand von biometrischen Daten geprüft, sodass es ein bisschen bessere Merkmale halt so gibt, die eben so etwas wie man ein Passwort oder ein Anmeldenamen, den man ja mal mitlesen kann und dann auch leicht kopieren kann, eben nicht mitnutzt, sondern jetzt noch ein extra Level mit Multifaktor-Authentifizierung und Ähnlichem halt noch da drin hat. Dann gibt es als letzten Bereich die Microsoft Cloud App Security Pakete. Dieses Microsoft Cloud App Security Thema bedeutet für mich vor allem, dass Sie an der Stelle einfach nochmal schauen,
haben Sie vielleicht eben nicht nur Microsoft-Dienste, sondern vielleicht in dem eigenen Rechenzentrum noch Server, wo Sie mit der gleichen Identität sich auch anmelden? Also gerade in einer hybriden Struktur ist das ja häufig der Fall. Haben Sie andere Cloud-Dienste, mit denen Sie sich dann halt verbinden? Sehr wahrscheinlich, kaum einer kommt nur mit einer Cloud aus. Viele, die größer sind, haben da vielleicht auch in der Pandemie ganz schnelle Lösungen eben einfach aus der Cloud eingerichtet. Aber da wäre es halt ganz gut, dass da eben auch ein guter Identitätsschutz da ist, auch wenn das eigentlich von einem anderen Hersteller verwaltet werden müsste. Sie können mit Microsoft Cloud App Security da den gleichen Schutz auch in Drittanbieter-Clouds oder in Ihre On-Prem, also in Ihre Private Cloud, auch den Schutz mit hineinbringen. Das muss aber natürlich dann auch aktiviert werden. Und wenn Sie das getan haben, bleibt der Schutz, den Sie für Ihre eigenen Dateien haben, auch die sensiblen Dateien, die klassifiziert sind, aktiv. Und Sie können das auch nachvollziehen, wo die denn dann hinbewegt werden, beziehungsweise davor schützen, dass sie wegbewegt werden. Und das sind natürlich ganz spannende Themen, die ihr Schutzlevel auf ein ganz neues Niveau bringen. Nur die meisten haben das wahrscheinlich noch nicht aus ihrer Lizenz ausgeschöpft. Ja, das so in diese Richtung gedacht, will ich mal zur nächsten Folie gehen. Dann werden Sie hier sehen, es gibt bei Microsoft immer viele weitere Entwicklungen. Das ist ja auch das Versprechen, wenn Sie so ein Abo abschließen, wird Microsoft sich um vieles kümmern. Und ich will hier im Grunde jetzt Sie nicht noch weiter mit den einzelnen Produktnamen erschlagen und jedes einzelne Paket erklären. Ich will hier eigentlich nur sagen, wenn Sie eine Microsoft 365 Business Premium Lizenz haben, zum Beispiel, wie sie hier halt steht, dann wird die nicht immer die gleiche sein. Sie wird sich wahrscheinlich sogar noch verbessern. Und das hat sie hier in dem Fall halt gemacht. Die Bestandteile, die hier drin sind, sind so etwas, wie Sie zum Beispiel für die Telefonkonferenzen benötigen mit Audio-Conferencing. Der Klaus Quast hatte es erwähnt, ist ein Bestandteil, der mittlerweile einfach in dem Paket integriert worden ist, sodass Sie per Telefoneinwahl auch noch erreicht werden können, wenn Sie ein Webinar aufmachen, eine Teams-Besprechung und derjenige vielleicht nicht an sein Gerät rankommt, weil das Internet ausgefallen ist, kann er sich also per Telefoneinwahl auch in ihre Besprechung mit hinein. Das sind ganz, ganz spannende Dinge, die vorher alle per Zusatzmodul gekauft werden mussten, die halt also extra Geld gekostet haben, die sind jetzt mit drin. Ja, weil das am Anfang der Planung der Lizenz Bestandteile Ihrer Umgebung, also hinten rausgefallen ist vielleicht, haben Sie das gar nicht im Blick, sollten das jetzt aber sich mal eben nach dieser kleinen Sensibilisierung nochmal überlegen, macht es Sinn, hier vielleicht mit uns nochmal in Kontakt zu treten und Teile, die bei Ihnen bis jetzt noch nicht so ins Konzept aufgenommen worden sind, mit zu integrieren, sodass Sie beispielsweise Compliance- oder Security-Themen hiermit jetzt auch besser abbilden können. Ein weiterer Bestandteil, den Sie hier so im Blick behalten könnten, sind halt eben die Themen mit der Security ganz schnell Identitätsschutz aufzubauen. Wie in unserem letzten Lizenzworkshop, den ich hier auch mal im Webinar vorgestellt habe, wird eben Ihre Identität sehr, sehr, sehr wichtig sein, dass sie nicht geknackt wird. Und das können Sie ganz leicht verbessern, indem Sie beispielsweise Windows Hello nutzen, das in vielen Paketen so mit da drin ist. Wenn Sie ein Windows 10 oder Windows 11 nutzen, da noch ein Chip quasi in Ihrem PC mit drin ist, dann wird ein kleines Merkmal, das nur auf Ihrem Gerät gespeichert ist, was gar nicht in der Cloud ist, eben genutzt, um so, dann das Klauen Ihrer Passwörter, Ihrer Identität verhindert. Oder wenn Sie mit Microsoft Authenticator Ihre Multifaktor-Authentifizierung durchführen, dann müsste jetzt jemand also noch Ihr Handy haben und das auch mit dem Zugang kennen und nicht nur einfach Ihre Zugänge für beispielsweise Ihre Arbeitsumgebung. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Damit können Sie einen sehr großen Schutz aufbauen. Registrieren Sie also Ihre Geräte, bauen Sie das auch in Ihr Konzept mit ein, wenn das halt in der Lizenz doch verfügbar ist. Lassen Sie es doch nicht liegen, diese Chancen, die Sie da haben, Ihre Umgebung zu schützen, die sind da schon sehr mannigfaltig und auch gar nicht so heftig für den Endanwender. Wenn das dann einmal so gemacht hat, kommt man da schnell hinein, finde ich. Das waren jetzt ein paar kleine Auszüge von den Szenarios, die es halt so gibt. Ich habe halt noch so ein paar mehr im Petto. Soll jetzt ja nur ein kleiner Teaser auch so sein. Also wir könnten hier natürlich auch über Szenarien sprechen, die jetzt hier so blau umrahmt, mehr zum Thema Modern Work gehören. Oben links so als Beispiel Kommunikation und auch Teamsräume, Besprechungsräume, die können wir halt auch aufbauen. Bei uns in der Firma haben wir hier beispielsweise, können Sie sich dann gerne mal, wenn Sie mal wieder vor Ort wären, sich das auch anschauen, solche Besprechungskameras, die dann entsprechend auch ein besseres Mikrofon, eine gute Kamera, die sich auch bewegen lässt, in einem Besprechungsraum alle erfassen kann, sodass Sie das halt auch nicht nur an Ihrem Arbeitsplatz haben, sondern dort, wo Sie sich bis jetzt sonst auch mit anderen getroffen haben. Aber wenn jetzt eben in den
Besprechungen nicht alle mehr vor Ort gleichzeitig teilnehmen, können Sie hybride Meetings gut mit diesen Geräten abhalten. Nehmen Sie das doch in Ihr Konzept mit auf, wenn das doch möglich wäre. Oder eben die erwähnten Frontline-Workers, das ist jetzt der rechte Baustein oben rechts, da sehen Sie dann extra Pakete, die relativ klein dimensioniert sind, wo Sie jetzt nicht denjenigen, der IT-Profi ist, natürlich mit so einer Lizenz ausstatten, sondern derjenige, der beispielsweise an der Kasse sitzt. Dass Sie da an der Stelle eben schauen, dass der auch zum Beispiel im Regal eines Hochlagers da quasi steht, die Chance geben, seine Schichten anzuschauen, in die Kommunikation mit den Kollegen zu treten, die ja jetzt irgendwie anscheinend eine neue Plattform haben und sich auch nicht mehr an analogen schwarzen Brettern irgendwie tummeln. Ja, geben Sie ihm da die Chance, auch mit kleinen Kommunikationsmöglichkeiten in Teams oder größeren Plattformen eben in Kontakt zu treten. Wären Sie im Bereich Security interessiert, dann könnten wir eben hier beispielsweise sagen, schützen Sie doch mal Ihre Cloud mit Identitätsschutz oder eben auch Ihre Multicloud, die Sie haben. Da haben wir auch Möglichkeiten, die in Ihren Lizenzen da stecken, wo wir unterstützen können. Ja, also das als Szenario, das sollten Sie sich also überlegen, wie das halt geht. Damit wir das halt hinbekommen, haben wir hier so eine kleine Reihenfolge, wie wir in den Ablauf aus unserer Sicht gut starten können. Theoretisch können Sie an jeder dieser Ebenen hineinkommen und auch mit uns dann starten. Ich mache die Workshops beispielsweise im Microsoft 365 Quickstart so, dass es auch eine Demo-Umgebung gibt mit Teilnehmern um die 8 Personen. Und dann starten wir und können dann ganz leicht Ihnen, Ihren Mitarbeitern einen Eindruck vermitteln, wie das auch produktiv genutzt wird. Und das sind das nicht nur Folien. Natürlich gibt es einen kleinen theoretischen Einstieg. Sie haben dann aber eben auch die Möglichkeit, mit einer kleinen Testumgebung weiter im Workshop und danach noch etwas zu testen, sodass Sie eben ja aus eigener Erfahrung die richtigen Entscheidungen dann auch treffen können. Das soll ja alles ein bisschen fundierter sein. Hier sind noch weitere Pakete erwähnt. Drumherum sind eben auch diese Schichten wie das Sicherheitskonzept, für das wir auch sehr bekannt sind. Da haben wir große Kunden, wie auch eben auch Behörden, manche auch aus dem KMU-Bereich mit einem richtigen BSI-angelehnten Sicherheitskonzept ausgestattet, dass die Kerndienste, die für die Teamsnutzung wichtig sind, eben auch mit ins Konzept mit hineinnehmen, sodass sie das auch, ja, rechtskonform auch umsetzen können, diese Nutzung, und sich da nicht mehr irgendwie hineinreden lassen müssen. Hat man das denn richtig lizenziert? Hat man das denn richtig aufgebaut? Hat man das auch so von der IT-Verwaltung her, Datenschutzverwaltung her, alles richtig bedacht? Darunter wären dann, je nachdem, wie Sie es halt handhaben werden, welche Ziele sich gesteckt haben, verschiedene Vorprojekte oder aktive Projekte dann eben auch designt. Und am Ende macht es immer wieder nochmal Sinn, weil sich die Produkte weiterentwickeln, hier nochmal in regelmäßigen Abständen in die Optimierung reinzugucken. Ist da noch Potenzial da? Gibt es neue Lizenzen? Gibt es neue Lizenzbestandteile, über das wir uns dann mal austauschen? Und dann kann es eine Weiterentwicklung geben. Deswegen möchte ich hier kurz zusammenfassen. Das sind dann so die letzten Folien, die jetzt gleich so kommen. Wie sieht das so aus, dass wir mit Ihnen diese Profilbildung, die Herr Quast gesagt hat, hinbekommen? Wir sprechen mit Ihnen, was die Schmerzen Ihrer Mitarbeiter sind. Welche Werte wollen Sie denn eigentlich verfolgen, wenn Sie jetzt nach einer neuen Lösung suchen? Welche Menschen müssen unterstützt werden? Ja, dann wollen wir doch mal genau das im Blick behalten. Wenn wir das gemacht haben, helfen wir Ihnen zu widerstehen, dass Sie jetzt alles auf einmal machen, sondern finden ein maßvolles Grad an Veränderung. Nicht, dass nachher jemand überdrüssig ist und auch nicht mehr hinterherkommt. Sie müssen ja auch ein bisschen Schulungskonzept vielleicht entwerfen oder zumindest darüber kommunizieren, welche Veränderungen jetzt bald in Kraft treten. Und nicht jeder kann gleich alles auf einmal. Und Sie werden es auch merken, dass das auch ins Geld geht, wenn man das zu schnell gleichzeitig macht, während andere Dinge noch gar nicht davon genutzt werden. Sie haben ja mit diesem Lizenzbaustein die Möglichkeiten, je nach Projektphase dann einen weiteren Step-up zu machen, eine weitere Upgrade Ihrer Lizenz zu nehmen, sodass Sie an der Stelle eben jede Projektphase davon profitieren und möglichst kosteneffizient das auch aufbauen können. Deswegen nach diesen Auswahlen, unseren Erfahrungen, die wir Ihnen mitgegeben haben, Sie eine ganz klare, fundierte Entscheidung treffen können. Auch mit der Unterstützung unseres klassischen Projektmanagements in der IT haben wir also IT-Leiter, die Sie unterstützen könnten und Ihnen dabei helfen, Ihre Architektur
in der Ist-Analyse anzuschauen. Passt das mit den Lizenzen, die Sie jetzt schon haben? Muss noch etwas beschafft werden? Wenn etwas beschafft werden müsste, müssen dafür noch vielleicht irgendwelche Voraussetzungen erfüllt werden? Weil wir haben ja vorhin auch schon ein paar Mal gehört, manchmal ist es so, dass wir hier nicht mit jeder Lizenz, die wir uns gerade beschaffen wollen, loslegen können, sondern dass darunter eine Basislizenz stecken muss. Beispielsweise würden Sie sich jetzt also mit Compliance beschäftigen und Sie interessieren sich für Microsoft 365 E5 Compliance, das ist ein Produkt. Das hat ganz spannende Features, eben um diese Daten, die sonst abfließen, besser zu verwalten, die Klassifizierung Ihrer Daten zu schützen. Aber da müssen Sie halt schauen, haben Sie dann wenigstens so etwas wie eine E3, eine Office 365 E3 Lizenz, eine Microsoft 365 E3 Lizenz, weil das genannte Produkt einfach nur ein Step-Up ist, also ein Add-on. Und da müssen Sie eben gucken, was das zu Ihren Voraussetzungen, ansonsten werden die von unseren Kollegen da geprüft. So, und da können wir mit den genannten Proof of Concepts Ihnen dann nochmal praktische Erfahrungen näher bringen, dass das alles zu Ihrem Maßstab an Erwartung auch passen kann oder eben da nochmal in die Detaillierung der Projektanpassung so gehen, um da die besseren Arbeitspakete und Profilbildung zu schnüren. Am Ende unserer verschiedenen Workshops, die wir da so geben, ausgerichtet auf Modern Work oder auf Security, auf Compliance, werden wir halt immer für Sie dann ein Ergebnis abliefern, was dann bedeutet, Sie haben klare Vorstellungen Ihrer priorisierten Geschäftsziele, Sie werden Ihre Nutzer mehr damit unterstützen können, dass klar wird, was werden Sie am Ende dann mehr können, welche Nutzungsrechte haben diejenigen, auch lizenzrechtlich sind Sie auf der richtigen Seite und Sie haben eine Karte an erforderlichen Anstrengungen, also eine Roadmap mit verschiedenen Meilensteinen, die wir dann abhandeln können oder die Sie, wenn Sie mögen, eben selber auch abhandeln können. Wir bieten da aber natürlich immer gerne Unterstützung, sei es auf der Seite der IT oder eben auch auf der Seite der Nutzerschulungen, sodass man dort auch alles gut im Griff behält und es sich nachher für Sie auch lohnt. Deswegen behalten Sie bei uns einfach im Kopf, dass wir sehr viele verschiedene Phasen einer IT-Umgebung so kennen, im Blick behalten können als die NEAM und für Sie dann am Ende ein ganz eigenes Bild zeichnen, ein passendes Profil aufbauen und für Sie am Ende das rausbringen, was am meisten Wert für Sie halt auch stiftet. Ja. Damit bin ich jetzt im Grunde mit meinen Folien durch. Und ich hoffe, Sie haben das, was mein Kollege vorhin auch schon geschrieben hat, ein paar Fragen. Dann ja, ziehe ich mich noch ein bisschen zurück und hör mal, was da so noch kommt. Vielen Dank, Henrik. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Peter. Mein Name ist übrigens Kevin Bublitz. Mich haben wir auch vergessen in der Vorstellungsrunde. Ich bin aus dem Marketing bei der NEAM IT Services GmbH und betreue das Ganze drumherum. Von mir kriegen Sie auch zum Beispiel die Einladung für Webinare. Ja, wir haben, glaube ich, sehr viel gehört. Wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich habe im Chat leider gar keine Fragen von Ihnen erhalten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist sehr ungewöhnlich. Vielleicht liegt es daran, dass aufgezeichnet wird, aber für die, die es nicht wissen, also in der Aufzeichnung sieht man nicht, wer welche Fragen stellt. Das nur als Hinweis. Also Sie können auch gerne jetzt noch Fragen stellen. Ansonsten hätte ich auch noch welche an Sie. Das ploppt dann bei Ihnen auf. Das ist auch für Sie anonym, also die anderen Teilnehmer können nicht sehen, wer da was antwortet. Zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Themen Sie denn noch interessieren für die Zukunft, welche wir Ihnen da anbieten können. Da würde ich mich freuen, wenn Sie da der ein oder andere hier so ein paar Ideen reinschreibt. Ja, das wäre ganz schön. Ansonsten könnte ich einmal an die Referenten nochmal zurückgeben. Und zwar mich würde interessieren, was bei dieser ganzen Thematik, also vielleicht Klaus aus Sicht von Microsoft nochmal, was sind denn so die Hauptbauchschmerzen oder die Haupt-Pain-Themen, die ihr so im Umgang dann mit Kunden oder über Partner mit Kunden habt in diesen Bereichen Lizenzen? Was sind da so die größten Baustellen derzeit momentan? Also die größten Baustellen sind eigentlich tatsächlich den Weg von der On-Premise-Welt in die Online-Welt. Das heißt also, üblicherweise ist so einer der typischen Auslöser, in die Online-Welt zu gehen, zu sagen, das ist erstmal günstiger. Aber das kann so sein. Ne? Also günstiger kann sein, dass ich natürlich eine Beschaffung optimiere und so weiter. Das kann alles so sein. Aber grundsätzlich nützt das alles nichts. Man muss schlicht die Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben sind genau das,
dass man überlegt, was brauche ich denn am Ende des Tages? Weil es gibt auch viel kleinere Lizenzen als die, die man derzeit hat. Es braucht nicht jeder ein Office, was auf irgendeinem Client deployed, als mit allen Features versehenes Ding da ist. Sondern oftmals reicht es, dass ich die drei Dinge oder die drei Male, die ich in Word erstelle, meist im Browser, weil die Browser-Version ist einfach sehr gut zu benutzen. Da sind die meisten Dinge drin, die ich brauche. Also tatsächlich einfach mal nicht immer weitermachen wie immer, sondern tatsächlich mal in Frage stellen, was da ist. Und es gibt viele Dinge, und das ist das, was ja eben auch zu hören war, dass es eine ganze Menge in Anführungszeichen Geschenkdinge gibt. Ja, also Dinge, die einfach inzwischen dabei sind, weil Microsoft sagt, das gehört dazu, da machen wir jetzt keine Lizenz draus. Wie zum Beispiel, wenn ich eine Visio-Lizenz kaufe, also eine Vollversion, können alle anderen auf einmal Visio lesen. Macht doch auch Sinn, weil das Ergebnis, was ich da erzeuge, soll vielleicht auch jeder lesen. Wenn ich meine Prozesse darstellen will, ist doch wichtig, dass jeder weiß, wie diese Prozesse aussehen. Also soll er die lesen können. Die dann in Teams zum Beispiel zu veröffentlichen, macht doch durchaus Sinn. Also das sind so manchmal so Dinge, das sind so kleine Gewinne, die kosten mich überhaupt gar nichts, außer 10 Minuten drüber nachdenken. Und ich habe eine Kommunikationsebene oder eine Kommunikationsqualität im Unternehmen, die einfach besser geworden ist. Und gerade in der Zeit, und das ist das, was ja auch eben anklang, es gibt so kleine Funktionalitäten wie zum Beispiel in Teams eine Walkie-Talkie-Funktion. Das heißt, ich habe da sowas wie eine zusätzliche Kommunikationsebene. Kostet nichts, gibt es einfach dazu. Bestimmte Jobs kommunizieren genau in dieser Form, dass sie sich einfach kurz sprachlich austauschen und abfragen. Wissensmanagement muss nicht irgendwie super sophisticated sein. Das kann auch total niederschwellig sein. Aber ich glaube, eins ist super wichtig. Wir haben eine ganze Menge Herausforderungen, die sich gerade so durch die Pandemie ergeben haben, auch wenn keiner das Wort Pandemie mehr hören kann. Aber die Herausforderungen bleiben da, nämlich ich habe einen Fachkräftemangel, ich habe das Thema Wissensmanagement, was ich jahrelang vor mich hergeschoben habe, zu lösen. Und da gibt es halt ganz kleine Lösungen, die dann auch tatsächlich an jedermann gebracht werden müssen. Und zum Teil kostet das noch nicht mal was. Das ist genau der Punkt, weswegen so eine Beratung immer sinnhaft ist. Und wie gesagt, der Weg von On-Premise nach Online ist ein bisschen kompliziert, bin ich dabei. Weil wir natürlich auch in so einer User-Lizenzierung auf einmal ganz anders denken müssen. Wir haben allerdings eben auch die Möglichkeit, dann auf 5 Devices in 3 verschiedenen Formen auszurollen. Das heißt also, ich bin dann auch tatsächlich always on oder zu jeder Zeit informiert. Henrik, möchtest du da noch was ergänzen, also aus unserer Sicht vielleicht? Ansonsten, ja, du bist dann muted auf jeden Fall jetzt. So, jetzt bin ich unmuted. Also ja, ich könnte was ergänzen. Das ist natürlich ein bisschen knifflig zu sagen. So, es gibt die eine Antwort für alles, ist halt auch nicht so wahr. Was ich bei uns immer wieder feststelle, es gibt halt noch ganz viele Chancen für viele. Also in ganz kurzer Zeit wurden auf jeden Fall die Bürokräfte ausgestattet mit dem, was sie bisher auch an IT kannten, jetzt aber eben von überall zu nutzen. Eine Chance, die aber viele eben brach liegen lassen, ist, dass all die anderen Angegliederten, also meistens sind es ja maximal 20% der Mitarbeiter, wenn es ein produzierendes Gewerbe ist, die einen PC-Platz hier haben. Was ist mit all den anderen, die da im Grunde abgeschnitten sind von der Unternehmenskommunikation, dass man die mal im Blick behält? Ich glaube, das ist halt etwas, was ich noch nicht so häufig angefragt bekomme, weil das auch noch gar nicht so sehr bekannt ist, dass es diese Dinge halt so gibt. Ich meine, Microsoft macht dafür Werbung, aber ich persönlich denke, es wäre schon sehr genial, wenn man nicht mehr irgendwie eine WhatsApp-Gruppe dafür gründen müsste, dass mir ein Schichtplan rübergeschickt wird und ich quasi über Unternehmensinhalte, wer jetzt quasi krank ist, über ganz ja, fragliche Kanäle informiert werde oder vielleicht, weil das nicht für die anderen, die jetzt kein PC eben haben, sondern auch zu Hause nur ein Smartphone nutzen, dann mal eben ja, vielleicht eine Dropbox oder eine Zoom-Session dann stattdessen dann so mache, obwohl man doch eigentlich schon im Unternehmen die richtige Umgebung dafür hat. Da muss auch gar nicht mehr viel aufgebaut worden, sondern es muss eigentlich noch eine Nutzergruppe gegründet werden, die ein kleines Extra-Profil bekommt und dann kann sie mitgenommen werden. Das im Hinterkopf zu behalten, da liegt halt wirklich viel, sodass diejenigen gar nicht auch mit der fetten Lizenz ausgestattet werden, recht kosteneffizient, ja,
was vom Unternehmen erleben können. Und meistens sind diejenigen sogar die, die das Unternehmen präsentieren, die noch ganz häufig Kontakt zu anderen ja auch haben. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Das denke ich mal einfach mal so als Inspiration, würde ich noch gerade so mitgeben, wo ich denke, da wird in der nächsten Zeit nochmal die ein oder andere Frage kommen, weil ich da einfach ja, den Nutzen sehe. Gerade als Change Manager muss man eben die Menschen im Blick behalten. Und das ist ja eine meiner Aufgaben, zu sagen, kauft nicht einfach nur eine Technik, die hat Auswirkungen für irgendwelche Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Und in der Chronologie der Arbeit, die Sie jetzt halt so irgendwo reinstecken, Sie sollten nicht einfach nur ein Ziel definieren, sondern berücksichtigen, dass jeder Mensch das Ziel auch verfolgen kann. Genau. Ja. Okay. Ich denke, dass es ein ganz gutes Schlusswort sogar ist. Sie haben gesehen, wahrscheinlich die Bewertung für dieses Webinar würde ich mich auch sehr drüber freuen, oder wir, um auch einfach das als Feedback zu bekommen, wie Ihnen das gefallen hat, ob das Ihnen auch neue Impulse gegeben hat. Sie können uns natürlich auch gerne kontaktieren im Nachhinein. Sie sehen hier, wie Sie das tun können auf der Folie und uns da auch ein Feedback geben, wenn Sie das hier nicht möchten, wenn Ihnen das hier zu strange ist, wie auch immer. Nein, also wir haben viele Möglichkeiten, kontaktieren Sie uns. Sie können auch noch alles zum Thema M365 nochmal auf unserer Homepage natürlich nachschauen. Das finden Sie bei uns unter den IT-Services und dann sehen Sie hier schon eine ganze Menge drin. Das wird auch sukzessive immer weiter erweitert, weil, wie wir auch gerade gehört haben, das lebt ganz homogen. Sie finden hier, wie gesagt, alle möglichen Themen. Gucken Sie sich da gerne mal durch und ich würde mich freuen. Sie sehen hier auch schon, es gibt noch einige weitere Webinare auch zum Thema Microsoft. Haben wir zum Beispiel demnächst auch DSGI und DSGVO-konformer Schutz von Dateien in der M365 Cloud. Da geht es ein bisschen auch um Datenkategorisierung. Schauen Sie da gerne mal rein und ansonsten geht das hier weiter. Gucken Sie mal durch, da sind sicherlich für jeden nochmal spannende Themen dabei. Ich habe hier auch schon einige Anregungen in der Umfrage gesehen und freue mich, dass Sie daran teilgenommen haben, dass Sie heute zugehört haben. Ich bedanke mich bei euch, bei Klaus, bei Henrik und bei Peter für das schöne und ereignisreiche Webinar. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen guten Tag. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Wiedersehen.